Da philosophische Wahrheit den Menschen im Singular betrifft, ist sie ihrem Wesen nach unpolitisch. Will der Philosoph dennoch seine Wahrheit im Widerstand der Meinung zur Geltung bringen, so wird er immer den Kürzeren ziehen und aus dieser Niederlage schließen, dass Wahrheit oder der Geist ohnmächtig ist, was eine Binsenwahrheit ist, der so viel Bedeutung zukommt, wie wenn es einem Mathematiker, der die Quadratur des Kreises nicht zustande bringt, einfallen sollte, sich darüber zu beklagen, dass ein Kreis kein Quadrat ist. Das Sokratische, es ist besser, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun, ist eine Aussage und kein Gebot. Und zwar eine Aussage, die Wahrheitsanspruch stellt und also keine Meinung ist. Politisch dürfte der Satz ohne alle Konsequenzen geblieben sein. Es gibt keine politische Institution, die ihm entspricht. Unleugbar aber ist seine außerordentliche Bedeutung für das praktische Verhalten, die sich nur mit religiös verankerten Geboten, die für das Verhalten der Gläubigen bindend sind, messen kann. Widerspricht dies nicht der gängigen Überzeugung von der Ohnmacht philosophischer Wahrheit, die sich zudem noch auf die in den platonischen Dialogen so zahlreich belegte Unmöglichkeit berufen kann, die Gültigkeit solcher Wahrheiten zu beweisen? Was dem Wahrheitsanspruch des sokratischen Satzes Geltung verschafft hat, ist offensichtlich eine Beweisführung sehr eigener Art, nämlich dass Sokrates sein Leben für diese Wahrheit einsetzte, nicht als er sich dem Gericht in Athen stellte, sondern als er sich weigerte, sich der Vollstreckung des Todesurteils zu entziehen. Sokrates hat ein Exempel statuiert, das in tausenden von Jahren unvergessen geblieben ist. Und diese Probe aufs Exempel ist in der Tat die einzige Beweisführung, deren philosophische Wahrheiten fähig sind. Nietzsche hatte ganz recht, wenn er sagte, ich mache mir aus einem Philosophen gerade so viel, als er imstande ist, ein Beispiel zu geben. Diese Verifizierung einer theoretischen Aussage durch die Probe aufs Exempel ist eine Grenzerfahrung, so wie man wohl die gesamte Moralphilosophie, in der allein sie möglich ist, für ein Grenzgebiet zwischen Philosophie und Politik halten darf. Denn indem der Philosoph ein Exempel statuiert und so die vielen auf dem einzigen ihm angemessen und erlaubten Weg gleichsam überredet, ihm zu glauben und nachzufolgen, hat er bereits angefangen zu handeln. Heutzutage, wo es wohl keine philosophische Aussage gibt, die ernst genug genommen würde, um das Leben ihres Urhebers zu gefährden, ist auch diese einzige Chance, einer philosophischen Wahrheit Geltung im Bereich des Politischen zu verschaffen, verschwunden. Nichtsdestotrotz ist es in unserem Zusammenhang bemerkenswert, dass es für den Verkünder einer Vernunftwahrheit immerhin diese Möglichkeit der Verifikation gibt. Denn sie existiert nicht für den, der lediglich eine Tatsachenwahrheit ausspricht. Tatsachenwahrheiten enthalten keine Prinzipien, die das Handeln inspirieren oder an denen es sich orientieren könnte. Sie machen nichts manifest, außer eben einen Tatbestand. Sollte jemand auf die Idee kommen, sein Leben für die Feststellung einer Tatsache aufs Spiel zu setzen, um sie zu verifizieren, so hätte er einfach fehlgegriffen, denn was in seiner Tat manifest würde, wäre Mut oder auch Eigensinn, aber weder die Wahrheit seiner Aussage noch seine Wahrhaftigkeit. Denn warum sollte nicht auch ein Lügner hartnäckig genug sein, um bei seinen Lügen zu bleiben, vor allem im politischen Bereich, wo er sich verpflichtet fühlen mag, aus patriotischen Motiven oder in der Vertretung legitimer Gruppeninteressen nicht die Wahrheit zu sagen und dafür sogar sein Leben aufs Spiel zu setzen. Im Unterschied zu Vernunftwahrheit, deren Gegensätze Irrtum, Illusion oder bloße Meinung sind, die alle nichts mit der subjektiven Wahrhaftigkeit zu tun haben, ist der Gegensatz der Tatsachenwahrheit die bewusste Unwahrheit oder Lüge. Natürlich gibt es auch hier den Irrtum, aber er ist nicht spezifisch.
Entscheidend ist, dass in Bezug auf Tatsachen wir noch auf einen anderen Feind der Wahrheit stoßen und dass absichtliche Unwahrheiten einer prinzipiell anderen Gattung von Aussagen zugehören als Feststellungen, richtige oder Irrtümer, die nichts anderes beabsichtigen, als zu sagen, was ist. Die Feststellung eines Tatbestandes ist an sich nicht politisch. Deutschland fiel im August 1914 in Belgien ein. Diese Aussage erhält politische Bedeutung erst, wenn man sie in einen entsprechenden Zusammenhang stellt. Aber die gegenteilige Aussage, Belgien fiel in Deutschland ein im Jahre 1914, die Clemenceau, der die Künste der Geschichtsfälschung im großen Maßstab noch nicht kannte, für absurd hielt, ist von vornherein politisch und kann anders gar nicht verstanden werden. Sie stellt den Versuch dar, die Vergangenheit zu ändern. Und alle Aussagen, die auf Veränderung des Bestehenden abzielen, sind Formen des Handelns. Das Gleiche gilt, wenn der Lügner nicht über die Macht verfügt, seine Fälschung öffentlich als Wahrheit zu etablieren und daher erklärt, dies sei eben seine Ansicht von der Sache, für die er dann das Recht der Meinungsfreiheit in Anspruch nimmt. Subversive Gruppen haben sich dieses Mittels häufig bedient und in einer politisch ungeschulten Öffentlichkeit kann die daraus entstehende Verwirrung beträchtlich sein. Die Trennungslinie zwischen Tatsachen und Meinungen zu verwischen, ist eine der Formen der Lüge, die wiederum insgesamt zu den Modi des Handelns gehört. Während das Lügen immer primär ein Handeln ist, ist das Wahrheitssagen, gleich ob es sich um Tatsachen oder Vernunftwahrheiten handelt, dies gerade nicht. Gewiss kann man versuchen, mit der Betonung bestimmter Tatsachen eine politische Rolle zu spielen und sich zu ihrer Verbreitung der politischen Künste des Überredens zu bedienen, was zumeist auf nichts anderes hinausläuft, als zu versuchen, bestimmte Tatsachen in den Dienst von Gruppeninteressen zu setzen. Aber so wie der Philosoph einen Pyrrhus-Sieg gewinnt, wenn es ihm gelingt, seine Wahrheit als herrschende Meinung zu etablieren, bringt der Berichterstatter, sobald er seine Information in den Dienst von Gruppeninteressen und bestimmten Machtformationen stellt, sich um die einzige Chance, unliebsamen Tatsachen Gehör zu verschaffen, und das ist seine persönliche Glaubwürdigkeit. Wer im Namen von Interessen und Macht spricht, kann nicht mehr glaubwürdig sein. Er kann als Person für das, was entweder unglaubwürdig klingt oder den Interessen zuwider ist, nicht mehr bürgen. Seine Glaubwürdigkeit gerade hängt an seiner Unabhängigkeit und Desinteressiertheit. Es gibt im Politischen kaum einen Typus, der so berechtigte Zweifel an seiner Wahrhaftigkeit hervorruft, wie der berufsmäßige Wahrheitssager, der eine prästabilierte Harmonie zwischen Interessen und Wahrheit vorspiegelt. Der Lügner hingegen braucht sich solch zweifelhafter Mittel nicht zu bedienen, um sich politisch zur Geltung zu bringen. Er hat den großen Vorteil, dass er immer schon mittendrin ist, mitten in der Politik. Was immer er sagt, ist nicht ein Sagen, sondern ein Handeln. Denn er sagt, was nicht ist, weil er das, was ist, zu ändern wünscht. Er ist der große Nutznießer der unbezweifelbaren Verwandtschaft zwischen dem menschlichen Vermögen, Dinge zu ändern, und der rätselhaften Fähigkeit zu sagen, die Sonne scheint, während es draußen Bindfäden regnet. Wäre unser Verhalten wirklich so bedingt, wie manche Verhaltensforscher sich einreden, so würden wir wohl nie imstande sein, dies kleine Wunder zu vollbringen. Das aber heißt, dass unsere Fähigkeit zu lügen, aber keineswegs unser Vermögen, die Wahrheit zu sagen, zu den wenigen Daten gehört, die uns nachweislich bestätigen, dass es so etwas wie Freiheit wirklich gibt. Die Verhältnisse, unter denen wir leben und die uns bedingen, können wir nur ändern, weil wir trotz aller Bedingtheit relativ frei von ihnen sind. Und es ist diese Freiheit, die das Lügen ermöglicht und die gleichzeitig von ihm missbraucht und pervertiert wird. Wenn es zum Wesen der Geschichtsschreibung gehört,
das menschliche Geschehen aus dem Aspekt der Notwendigkeit zu verstehen und misszuverstehen, so gehört es zum Wesen der Politik, die Möglichkeiten der Freiheit zu überschätzen. Und wie der Historiker immer geneigt sein wird, von Freiheit nicht allzu viel zu halten, so wird der Politiker immer dazu neigen, es mit der Wahrheit nicht genau zu nehmen und mit Tatbeständen nach Belieben umzuspringen. Zwar dürfte auch im Bereich des Handelns das organisierte Lügen ein Randphänomen sein, aber entscheidend ist, dass das Gegenteil davon, das einfache Sagen dessen, was ist, zu keinem wie immer geachteten Handeln von sich aus führt. Unter normalen Umständen dürfte es eher Menschen veranlassen, sich damit abzufinden, dass die Dinge nun einmal so sind, wie sie sind. Wahrhaftigkeit ist nie zu den politischen Tugenden gerechnet worden, weil in der Tat wenig zu dem eigentlich politischen Geschäft der Veränderung der Welt und der Umstände, unter denen wir leben, sie beizutragen hat. Dies wird erst anders, wenn ein Gemeinwesen im Prinzip sich der Lüge als einer politischen Waffe bedient, wie es etwa im Falle der totalen Herrschaft der Fall ist. Dann allerdings kann Wahrhaftigkeit als solche, auch wenn sie von keinerlei Gruppen oder Machtinteressen unterstützt wird, zu einem politischen Faktor ersten Ranges werden. Wo prinzipiell und nicht nur gelegentlich gelogen wird, hat derjenige, der einfach sagt, was ist, bereits zu handeln angefangen, auch wenn er dies gar nicht beabsichtigt. In einer Welt, in der man mit Tatsachen nach Belieben, prinzipiell nach Belieben umspringt, ist die einfachste Tatsachenfeststellung bereits eine Gefährdung der Machthaber. Das organisierte Manipulieren von Tatbeständen und Meinungen ist ein relativ neues Phänomen, mit dem wir im Osten durch das ständige Umschreiben der Geschichte und im Westen durch die Propagandakünste des Image-Making und durch das Verhalten der Staatsmänner nach gerade überall vertraut sind. Die traditionelle politische Lüge, wie wir sie aus der Geschichte der Diplomatie und der Staatskunst kennen, pflegte entweder wirkliche Geheimnisse zu betreffen, Fakten, die öffentlich nicht bekannt waren, oder Absichten, denen ohnehin nicht die gleiche Verlässlichkeit zukommt wie vollendeten Tatsachen. Was nur an uns selbst vorgeht, also Absichten, Motive und dergleichen, ist nicht Wirklichkeit, sondern Möglichkeit. Und was als Lüge beabsichtigt war, kann immer noch Wahrheit werden. Von all dem kann bei dem organisierten politischen Lügen, mit dem wir heutzutage konfrontiert sind, nicht die Rede sein. Diese Lügen betreffen keine Geheimnisse, sondern Tatbestände, die allgemein bekannt sind. Die zeitgenössische Geschichtsschreibung in Sowjetrussland kann ungestraft und sehr wirksam Fakten verleugnen, an deren Realität sich noch jeder Mann erinnern kann. Und das Gleiche gilt für das im Westen so beliebte Image-Making, bei dem man ungestraft alles unter den Tisch fallen lassen kann, was das gerade erwünschte Image eines Ereignisses oder einer Person oder sonst etwas zu stören geeignet ist. Denn dieses Bild, das die politische Propaganda verfertigt, soll nicht wie ein Porträt das Original schmeicheln, sondern es ersetzen. Und dieser Ersatz kann natürlich durch die Techniken der Massenmedien ungleich wirksamer in der Öffentlichkeit verbreitet werden, als es das Original je von sich aus vermochte.